Es ist, liebe Schwestern und Brüder, wenn man so will, die Tragödie der Pharisäer, dass das gute Anliegen, das sie am Beginn vertreten haben, die gesamte Wirklichkeit, alles dessen, alles das, was man wahrnimmt, hinzuordnen auf die Wirklichkeit Gottes, die uns ja in den meisten Fällen nur sehr verborgen oder, wenn man so will, hinweisend entgegenkommt. Die Tragödie besteht darin, und das ist die Tragödie jeder Gefahr, jeder religiösen Äußerung, dass sie rein oberflächlich wird und die Wirklichkeit atomisiert, also in Einzelteile zerlegt. Und dann wird man eben skrupulant oder schlichtweg für andere ungenießbar, indem man den ganzen Tag darauf hinweist, aber das stimmt nicht und das macht man jetzt falsch und dies ist auch so. Wir haben hier ein Beispiel dafür. Natürlich ein gravierendes Beispiel. Der Sabbat ist eben Inbegriff der Krone der Schöpfung für gläubige Juden. Die ganze Schöpfung, alles was es gibt, ist darin zusammengefasst. Und den Sabbat zu halten, heißt eben, den Schöpfer hinter der Schöpfung zu ehren. Ihm zu ehren, diesen Tag zu befolgen. Wenn ich allerdings die Wirklichkeit spalte, sehe ich, Jesus hält den Sabbat nicht. Natürlich hält er ihn. Und es wird nicht leicht gewesen sein für seine Umgebung, angefangen von seinen Jüngern, zu verstehen, dass er Herr über den Sabbat ist, weil er der Schöpfer ist. Das ist nicht ganz einfach. Und dennoch haben wir als Menschen eine Möglichkeit, wir, die wir Jesus nicht begegnen, die wir nicht Tag für Tag mit ihm diese Erfahrung machen können, wie er uns hinweist, wie er uns in seine Schule nimmt, obwohl wir sein Wort ja hören, obwohl er zu uns spricht, eben etwa im Evangelium. Es gibt die Hinweise der Schöpfung, die uns verstehen helfen, was es bedeutet, an den Schöpfer zu glauben. Kaum ein anderer hat das deutlicher gesehen, als der Kirchenlehrer des heutigen Tages, wenn er Folgendes sagt. Wer angesichts eines solchen Glanzes der geschaffenen Dinge nicht erleuchtet wird, der ist blind. Wer bei solch lautem Rufen nicht erwacht, der ist taub. Wer aus all diesen Wirkungen keinen Anlass nimmt, Gott zu loben, ist stumm. Wem trotz derart deutlicher Zeichen der erste Ursprung nicht in den Sinn kommt, der ist stumpfsinnig. Öffne also dein Auge und neige das Ohr deines Geistes. Tu deinen Mund auf und gib dein Herz darein, auf dass du in allen Geschöpfen deinen Gott schauen, hören, loben, lieben und ehren mögest, ihn preisest und ihm die Ehre erweisest, damit nicht etwa der ganze Erdkreis sich als Zeuge gegen dich erhebt. Denn darum wird der Erdkreis gegen die Stumpfsinnigen streiten, denen aber die rechten Sinn haben, wird der Anlass zur Verherrlichung sein. Diese können mit dem Propheten sprechen, du hast mir Wonne bereitet, o Herr, mit dem von dir Geschaffenen. Über die Werke deiner Hände juble ich. Wie großartig sind deine Werke, o Herr. Alles hast du in Weisheit geschaffen. Dein ist die Erde und was sie erfüllt.